Ja, herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder unterwegs auf Lost Place Tour und nehme euch jetzt mit und zeige euch mal was. Das hier ist ein altes, verlassenes Haus mitten in Oberfranken. Ja, und dann würde ich so sagen, gehen wir mal rein. Das ist das Haus der grünen Hölle. Guckt euch das an. Wahnsinn. Geil, oder? Absolut fett. Hier sind alle, ja, ganz alte Autos. Hier hinten hat der Schimmel schon total zugeschlagen. Alter Nussknacker. Hammer. Hammer. Wahnsinn. Schaut euch das an. Ist ja unglaublich. Krass. Hier ist noch lauter alte tote Mucken. Wahnsinn. Was hier wohl in dem Haus passiert ist, wird keiner so genau wissen, glaube ich. Aber ist schon Wahnsinn. Unglaublich. Und hier schaut, hier ist noch ganz viele Gegenstände da. Hier hinten haben wir zum Beispiel eine alte Vitrine, die noch komplett eingerichtet ist. Guckt euch das an. Alte Gläser. Wahnsinn. Schaut euch das hier an. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist in dem Haus vorgefallen oder was ist in dem Haus passiert. Das ist unfassbar. Altes Sofa. Hier hinten alter Videorekorder. Der Kamin hier fasziniert mich immer noch. Hier, Leute, guckt euch das hier an. Hier ist noch komplette Einrichtung am Start. Hier noch eine komplette Küche. Komplette Küche. Nur altes Radio. Guckt euch das Radio an. Wahnsinn. Die Coke ist auch schon steinalt. Krass. Absolut krass. Nachdem wir in der Küche waren, gehen wir nochmal weiter und schauen, was es noch zu entdecken gibt. Das alte Badezimmer. Also man fragt sich echt, warum sowas verlassen worden ist. Ihr seht, das ist ja schon ewig verlassen. Lauter Spinnenweben. Ja? Ja. Ja. Unglaublich. Guckt euch das an. Unfassbar. Ja, und dann würde ich sagen, wo wir gekommen sind, verlassen wir das Ganze wieder. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Und wir sehen uns. Ich bin bei weiteren Location angekommen, habe ich aber jetzt gerade ausgecheckt, da ist leider kein Reinkommen. Und zwar ist das ein altes Schlossrestaurant. Ja, leider kommt man nicht rein, wie es halt manchmal so ist als Urbexer. Man fährt rum und fährt rum und kommt halt manchmal nicht rein. Hier ist es der Fall, aber wenn ich schon da bin, werde ich das Thema dann so machen, dass ich dann mal die Drohne starte. Candyman ist auch dabei. Ja, und dann werden wir jetzt hier mal die Drohne starten. Und werden zumindest mal ein paar geile Luftaufnahmen machen. Hätte ich jetzt gesagt.
Ja, Freunde, und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, ja, bis demnächst. Und ciao.